Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem kleinen Handarbeitspodcast Sweet Little Things. Hier geht es ums Häkeln, Stricken, Nähen, Spinnen und all die süßen Dinge drumherum. Entschuldigt, dass ich heute so ein bisschen fertig aussehe, aber wir haben heute Montag, den 25., glaube ich. Schön, dass mir meine Uhr nicht sagt, welcher Tag ist. Doch, 25.03. um 19:10 Uhr. Ja, ich wollte euch einfach mal so ein kleines Zwischendrin-Überbrückungsvideo sozusagen aufnehmen und ich hoffe, dass die Tonqualität auch einigermaßen in Ordnung ist. Ich nehme mit meinem neuen Handy auf und muss leider mit so einem Adapter gerade das Handy anschließen, das Mikro anschließen, weil mein Handy keinen normalen Kopfhöreranschluss mehr hat. Heißt, ich werde gleich nach dieser Aufnahme mich ins Internet begeben und mir ein Mikrofon besorgen, das zu dem Handy passt. Ja, wir müssen jetzt also mit dem Ton leben. Ich habe mitbekommen, dass in der Probeaufnahme ein Rauschen zu hören war. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Wenn doch, tut es mir leid. Aber ohne Mikro war ich kaum zu verstehen. Da scheint die Handyhülle einiges abzufangen, was den Ton angeht. Ja. Also, wir fangen mal mit dem an, weshalb ihr hier seid. Handarbeiten. Aber erstmal muss ich einen Schluck trinken und ihr seht, die kleine Terrorkröte macht schon wieder Terror. Und sie macht ihrem Namen alle Ehre. Moment. Ich hol mal direkt was und dann haben wir den Schreck sozusagen hinter uns. So, denn so süß und niedlich Fräulein Fluff auch aussehen mag, sie hat Faustdick hinter den Ohren. Ich habe meine Projekte extra, dachte ich, sicher verpackt in einer Handarbeitstasche mit Reißverschluss. Aber Frau Fluff ist irgendwie trotzdem rangekommen an eins meiner Projekte. Ich weiß es nicht genau, wie. Aber es handelt sich hier um das Babyjäckchen, das ich eigentlich stricken wollte und so viel habe ich in 1,5 Stunden schon entwirrt. Bin sehr aggressiv geworden, weil mich sowas nicht beruhigt. Das ist für mich nicht meditativ und nichts. Ich werde aggressiv. Mich nervt es, mich macht es wütend, aggressiv. Und ich habe dann bei Instagram gepostet, dass ich das wegschmeißen werde, so wie es ist, auch wenn es mir leid tut. Also wahrscheinlich hätte ich den Teil hier abgeschnitten und aufgeräufelt und irgendwas anderes noch draus gemacht. Aber es haben sich einige bereit erklärt oder angeboten, mir das hier zu entwirren. Und Tine war die erste, also Tine von Tines kunterbunter Wollerei, die es mir angeboten hat. Und sie ist auch die, die am dichtesten bei mir wohnt. Sie nimmt es das nächste Mal, wenn sie hier ist, einfach mit nach Hause und bringt es mir da dann, wenn sie es entwirrt hat, wieder. Ich wollte das jetzt auch nicht durch Deutschland per Post schicken. Aber auf jeden Fall an Ellens Playset wird es erstmal nicht weitergehen, weil da jemand Wollkotze fabriziert hat. Und woran kaust du denn jetzt schon wieder? Lass doch mal bitte meine Projekttaschen in Ruhe, Frau. Frau Fluff. Da. Sitzt da, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Und falls euch wundert, wo das Kissen ist, was da eigentlich auch übt. Das liegt dann auf dem Fußboden, damit Frau Fluff hier auf die Couch kann. Also Frau Fluff heißt nicht Frau Fluff, für die, die sie nicht kennen. Frau Fluff ist Mara. Mara wird am 5. April oder 6. April 5 Monate alt und hat nur Blödsinn im Kopf. Ne? Nur Blödsinn im Kopf, mein Mäuschen. Trotzdem liebe ich dich. Aber lass mal bitte die Krallen von meiner Wolle dann da. Genau. So, dann kommen wir jetzt aber zu Sachen, die ihr sehen wollt. Oh. Und zwar habe ich an der nächsten Runde der Sock Madness teilgenommen und zwar die zweite Mara aus. Die zweite Runde der Sock Madness. Und da kamen Socken. Natürlich ist ja auch die Sockenweltmeisterschaft. Ne? Ich habe gerade mein anderes Telefon. Mein altes. Noch funktioniert es nämlich gerade so, aber es hat immer wieder Bildschirmaussetzer, deshalb musste ich mir letzte Woche Montag ein neues holen aus.
Fräulein, du kommst runter hier. Und ich muss mal gucken, ob ich die Sachen hier nehme. Da habe ich sie natürlich nicht. Mara. Sie ist sehr aufgedreht heute mal wieder. Und zwar sind das die Itty Grand Fox, also Yttyyran. Socks von, kann ich euch gleich sagen, Anazuraleva. Und das sind Socken, die sehr viel Linkstricken beinhalten und sehr viel Kreuzen. Und was soll ich sagen? Ich bin in der Zeit noch fertig geworden. Ich habe, glaube ich, den 18. Platz auf meiner Gruppe erreicht, die ich glaube, 28 sind weitergekommen oder 20. Und das sind meine Socken. Die wurden auch gespiegelt vom Muster her. Gestrickt aus einer Supergarn Aktiv Bambu, 200 Meter auf 50 Gramm, jeweils 250 Gramm Knäuelchen habe ich benutzt. Und die Farbe ist Fuchsia. Die gibt es aber momentan nicht mehr zu kaufen. Und das Maschenbild ist echt super. Mir tut es auch leid mit dem Licht heute, aber wie gesagt, es ist abends und wir haben nur Kunstlicht. Ich kann euch ja mal eine Socke auf ein gerades Sockenbrett, einen geraden Sockenblocker packen. Die Ferse ist eine Zunahmeferse, die Spitze war, glaube ich, eine ganz normale Bandspitze. Und so. Bei der anderen Socke geht es halt in die andere Richtung. Sind 64 Maschen gestrickt auf 2,25er Nadeln. Hinten wurde so ein Muster mit rechten, linken und rechts verschränkten Maschen eingearbeitet. Ferse. Und ja. Ist so eine Größe 38 bis 41, würde ich sagen. Also 39, 40 auf jeden Fall. Und haben sogar Spaß gemacht zu stricken. Ich habe bis zur Ferse einzeln gestrickt, da habe die Ferse auch noch einzeln gestrickt und dann habe ich beide Socken auf eine Rundstricknadel genommen und habe dann mir die beiden Charts zusammenkopiert, das Tablet genommen, aus das Tablet genommen und mir das dann vom Tablet abgestrickt mit dem Knit Companion. Es tut mir leid, aber das sieht wirklich echt auf Terror aus. Dabei war ich gerade extra mit beiden Hunden draußen. Luca liegt auch wie erschlagen da und schläft. Und sie hat scheinbar einen Energieschub bekommen von der frischen Luft. Hör mal bitte auf. Komm mal bitte weg. Danke. Dann habe ich noch zwei Projekte, die ich euch fertig zeigen kann. Eins ist gestern fertig geworden. Hey! Gestern fertig geworden, und zwar die I Heart Socks nach einer Anleitung von Charlotte Stone, Stone Knits, aus dem Buch, keine Ahnung, Charming Color Work Socks oder so. Und zwar für die Freundin meiner Schwester in der Lieblingsfarbe der Freundin, die Bündchenferse Spitze ist und die Hintergrundfarbe. Und die Herzen sind in der Lieblingsfarbe von meiner Schwester, das ist so ein Mauve, Altrosa, ein dunkles. Und die sind gestern fertig geworden. Und heute sind die Socken für meine Schwester fertig geworden. Die sind gleiche Anzahl an Maschen, nämlich 56 mit na, Leatherback, Dakar, also mit Leatherback, Stitch hier hinten. Und drin überall. Genau, und dadurch sind sie auch sehr schön dehnbar, trotz nur 56 Maschen. Ich habe in den Projektnotizen geschrieben, wie viel vom Chart ich hier gestrickt habe, wie viel ich hier gestrickt habe. Hier unten habe ich mit einer Reihe 6 aufgehört und habe hier werden wieder schwarze Punkte bekommen, habe die weggelassen. Ich habe mir meine Projekttasche geklaut. Mara, bringst du mir die bitte wieder her? Bringst du die her? Da sind Katzen drauf, ja. Und? Muss ich meine Tasche holen?
So, gut. Also, es ist beides mal eine Größe 38, 39. 100% ist gleich. Also, entweder kann die eine anziehen und die andere. Oder man macht einfach so ein Pärchen. Und die andere hat dann das gleiche Pärchen. Genau. Die moosfarbene Wolle ist von Supergarne eine Cotton, auch 200 Meter auf 50 Gramm. Und das Schwarz ist Lanatos Fein Merino Socks, auch 400 Meter auf 100 Gramm. Normale Sockenwolle, Quatsch, normale Sockenwolle. Hier ist, glaube ich, eine 80-20. Nee, auch 75-25. Also die Lanatos Sockenwolle. Und die Mofa, mehr kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Müsste aber mein Projektnotizen stehen, und wenn ich mein Handy schon hier habe. Mara, nimm deine Nase da raus. Honimon. Guck mal. Mäuschen, jetzt ist gut. Ja, die Projekte. Also bisher sind, glaube ich, meine Projekte auch soweit ganz gut eingepflegt. Ich habe jeweils immer von der Hauptfarbe um die 35 Gramm gebraucht. Also einmal 35 Gramm von Schwarz und bei den anderen Socken 35 Gramm von Moos und 22 Gramm dann von der jeweils anderen Farbe. Ich wollte euch die Zusammensetzung sagen. Supergarne Aktiv Fine Cotton Solid. Und zwar 50% Merino-Wolle, 25% Baumwolle und 25% Polyamid. Genau, das ist die Zusammensetzung. Mara, aus! Ey, ich setze dich gleich hier unten auf den Boden und nehme das Kissen weg, dann kommst du hier nicht mehr hoch. Nein. Nein. So, also dementsprechend sind in den letzten Tagen drei Sockenpaare fertig geworden und ich habe ein Sockenpaar geribbelt. Und zwar habe ich geribbelt meinen Weihnachtsanstick Nummer 2 aus meinem letztjährigen Weihnachtsspecial. Das waren ja die Splash-Tops. Warum habe ich geribbelt? Ja, das muss ja keinen Spaß gemacht. Und mir hätten die Socken auch nicht gepasst. Ich hätte sie also wieder größer stricken müssen, damit mein Freund oder irgendjemand anderes, weil es wahrscheinlich eher männliches aus meiner Umgebung, ein paar Socken hätte. Und da hatte ich keine Lust drauf. Also habe ich die Nadeln gezogen und habe geribbelt. Und es fühlt sich gut an. So, dann kommen wir mal zu den Dingen, wo es Fortschritte gab. Mann, Mann, Mann. Und zwar als allererstes ein kleiner Fortschritt an den grünen Socken. Die stricke ich ja mit dem Fire Walk With Me Muster, aber nur hier am Rand oder auch, man kann sagen, Sticky Stripe. Das ist eine Sockenwolle von GB. Wenn ich gut bin, habe ich das zweite Knäuel hier drin. Mara! Das war GB Match. Farbe 7041, normale Sockenwollzusammensetzung 7525 und 210 Meter auf 50 Gramm. Da habe ich, wie gesagt, zwei Knäule von, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und stricke ich auf 2,25er Lücke Blush Holznadeln. Ich habe hier meinen Maschenstopper drauf, Nadelspitzenschoner. Und da war ich das letzte Mal. Wo waren wir denn beim letzten Mal? Kann ich euch gar nicht zeigen, wo wir beim letzten Mal waren. Habe ich doch da. Also, da war ich bei beiden hier und das Stückchen kam hinzu. Hatte jetzt nicht wirklich Priorität. Ich glaube, ich hatte die rausgeholt und angefangen daran zu stricken und dann kam das neue Muster von der Sock Madness. Mara! Mama!
Heute ist schlimm. Normalerweise interessiert sie sich nicht so sehr für meine Sachen, wenn ich dabei bin. Oh, Mäuschen. Gar nichts Böses gesagt. Hat dich lieb. Okay? Tiki? Zickchen, mein Zickchen, meine Liebe. Bauch, du bist ganz dick geworden, du kleine Maus. Ein bisschen zugenommen, ha? Nein, bitte. Genau. Also, an den grünen Socken geht es immer mal so ein bisschen weiter. Die haben jetzt nicht unbedingt Priorität. Ich muss jetzt hier reingucken in meine. Mara, du machst mir doch die Taschen kaputt. Jetzt weiß ich nämlich, wie die andere Tasche kaputt gegangen ist, indem Mara hier auf dem Reißverschluss rumkaut. Ja. Ach, hier ist die. Da ist die Tür wieder geknallt. Hör doch mal jetzt auf! Na, ich nehme hier auch wieder auch schon eine Katsche in den schönen Reißverschluss reingeknabbert. So. Dann kann ich euch noch zwei Fortschritte zeigen. Einmal an Socken und noch an einem anderen Projekt. Und das Sockenprojekt an dem Fortschritt sind die Socken hier. Das ist mein Märzmuster aus meinem Devil Crochet Fall 2024, also weiß ich nicht mehr genau. Steht aber unter dem Video, wie mein Kall da so heißt. Und zwar sind das die Lakolk Socken und das ist ein Muster aus rechts, links. Und Hebemaschen sieht man kaum. Dementsprechend bin ich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar den Fuß einfach in glatt rechts in der Runde rumstecke. Wobei man eben in der Kamera das sogar besser gesehen hat als in echt. Ey, Zibbe! Hier will ich 1, 2, 3, 4, 5 Runden am Schaft stecken. Ich habe, glaube ich, 10 Runden am Binden. 1, 2, 3, 4. Zwölf Runden Bündchen oder so. Und ich will 50 Runden am Schaft machen. Und dann. Allein. Und dann kommt eine Bumerangferse ohne Zwischenrunden. Hey! Bumerangferse ohne Zwischenrunden. In der Kontrastfarbe. Und die Kontrastfarbe ist ein Garn von mir, ich glaube 100% Merino, also nicht unbedingt Sockenwolle, aber Sockenwollstärke 400 Meter auf 100 Gramm. Und das Liederfarbene ist ein eine Aktiv Sockenwolle von Supergarne. Fräulein! Da. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Da ist nur ein Loch zwischen den Kissen. Genau, stricke ich auf 2,25er mit Pro-Nadeln aus der Mindful Collection. Einer hat mir der kleine Krötenfuß schon verbissen, weil ich mich kurz weggedreht hatte. Ich glaube, das habe ich im letzten Video schon erzählt. Ja, meine Schuld. Im Endeffekt, auch wenn sie das kaputt macht, ist meine Schuld. Ich hätte es ja besser wegpacken können. Hey! Guck mal, hier ist ein Knochen. Zibbelchen. Zibbelchen. Mal gucken. Ob das nicht mal. Na. Sitz. Sitz. Hey, sitz. Mach mal ein Kind. Nee. Ja, so ist halt. Mein Popo runter. Bauch. Jetzt geht's gleich wieder los. Genau, so. Dann habe ich euch die Fortschritte erstmal in meinen Sockenprojekten gezeigt. An meinem Häkel-Hexagon-Jäckchen kann ich euch keinen Fortschritt zeigen, weil die liebe Sabina mir nach dem letzten Video ein Bild geschickt hat. Mit der Frage, muss das so? Und etwas eingekreist hat. Und nein, natürlich musste das nicht so. Ich habe vergessen, in ein Cluster
ordentlich zu setzen. Und dementsprechend habe ich alles wieder aufgeribbelt. Und das war genau bis zu dem Stand vor dem letzten Video. Das heißt, alles, was ich jetzt nochmal rangehäkelt habe, ist wieder, also ich bin jetzt wieder auf dem Stand vom letzten Video. Super. Aber ich konnte einfach nicht mit dem Fehler leben. Es ging nicht. Hätte ich nicht gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemerkt. Aber nachdem es Sabine aufgefallen ist und sie mich darauf hingewiesen hat, musste ich es dribbeln und nochmal neu häkeln, weil ich wusste, dass der Fehler da ist. Erst dachte ich so, oh nee, lässt er einfach so, ist egal. Aber keine 10 Minuten später hat es mich so geärgert, dass ich alles aufgeribbelt habe, also bis zu dem Fehler geribbelt habe und dann neu gehäkelt habe. Wäre es ein Fehler im Gestrick, hätte man einfach was fallen lassen können und dann wieder hochstricken, aber so ging das leider nicht. Mara, du machst mich irre. Mensch. Okidoki. Dann kommen wir zum letzten Fortschritt, den ich euch zeigen kann. Am Pullover von meinem Freund ging nichts weiter, an den anderen Socken ging auch nichts weiter. Wie gesagt, ich hatte drei Prio-Projekte, eben ganz klar die Socken, Iffy Graham Socks für die Sock Madness und dann die beiden anderen Socken. Die habe ich auch noch nicht bei Instagram gepostet, weil meine Schwester mir da folgt und ich nicht möchte, dass sie das sieht. Die weiß so ein bisschen, welche Farben ich genommen habe, weil ich mich da letztens ein bisschen verquatscht habe. Aber sie weiß noch nicht, welches Muster und wie und so. Und das soll noch ein bisschen überraschend bleiben bis Ostern. Wir sehen uns Ostermontag. Und da musste ich euch jetzt schon die Socken zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich nächste Woche ein Video aufnehme. Ich hatte letzte Woche Donnerstag auch kein Video aufgenommen, weil ich euch einfach nichts zu zeigen hatte, weil ich fast nur an den gestrickt habe, plus den Fortschritt wiederhergestellt habe oder den Zustand bei meinem Häkelcardigan. An der Häkeltasche, die ich eigentlich zusammen mit Finny von Masche für Masche häkel, habe ich auch noch nicht weitergemacht. Ja. Meine Bestellung ist angekommen. Die habe ich aber jetzt oben auf dem Dachboden. Also wenn jemand sehen möchte, was ich mir an Baumwollgarn bestellt habe, bei Hobby, der kann das ja mal unten in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch das beim nächsten Mal zeigen. Und ich kann euch gleich aber zeigen, das neue Opal-Abo. Aber erstmal der letzte Fortschritt, das letzte Projekt, das ich euch zeigen kann. Und zwar habe ich die Ärmel angefangen. Tada! Die sollen ja in 2 Wochen will ich den hier anziehen, den Zweig, nach einer Anleitung von Caitlin Hanska. Ja. Auf dem Wollfest in Leipzig möchte ich das anziehen. Und ich denke, er wird auch nur kurze Arme bekommen. Ich werde da bald Bündchen dran machen und dann ist der gut so. Dann kann ich schön hier über so ein Langarm-Shirt ziehen. Da war ich erst letzte Mal mit dem Körper fertig und dann kam jetzt das, was ich an Ärmeln habe, dran. Ich stricke beide zur gleichen Zeit auf 3,75er Haie-Haie-Nadeln. Genau. Hier seht ihr die 100% Merino-Wolle, die ich ja als Kontrastfarbe bei meinen Lacolque-Socken benutze. Und das ist meine Smooth Yak in der Farbe Natural, also ungefärbt. Aber auch das Strukturmuster mit eingebaut, mit eingestrickt. Und die Smooth Yak hat 366 Meter auf 100 Gramm harmoniert, aber sehr, sehr schön mit der anderen Wolle. Ich jetzt von dem Knäuel noch so viel. Wenn ich keine langen Ärmel stricke, wird sich das auf jeden Fall ausgehen. Ich werde den Mustersatz noch zu Ende machen und dann kommen die Bündchen dran und dann ist der fertig. Also das nächste Mal kann ich ihn euch bestimmt fertig zeigen. Entweder noch den Donnerstag vor Leipzig oder in der Folge nach Leipzig. Und genau. Das waren dann schon alle meine Projekte. Ist ja eine relativ kurze, entspannte Folge. Ne, warte mal ganz kurz, mal kurz Mara rauslassen. Ja, da hatte ich nämlich gerade noch gesehen, dass sie zur Tür gelaufen ist, zur Balkon, zur Terrassentür. Und das bedeutet so viel wie, ich muss mal. Bevor sie auf ihre Pipimatte dann geht, dachte ich mir, lass ich sie lieber raus. Luca hat auch die Gunst gerade ergriffen und ist rausgerannt. Ja, jetzt sind wir alle wieder hier. Hier. So, genau. Wo waren wir?
dass ich nicht weiß, wann das nächste Video kommt. Ich denke eher nach Leipzig. Leipzig ist der 5., 6., 7. April, glaube ich, und ich denke, den Donnerstag darauf wird es dann ein Video geben. Das heißt, knapp 2,5 Wochen müsst ihr wahrscheinlich auf das nächste Video warten. Ich hoffe, das werdet ihr aushalten, aber ich glaube, wenn demnächst auch das neue Muster rauskommt von der Sock Madness, wird es auch wieder ein bisschen schwieriger. Was ist jetzt los? Da bin ich irgendwie geblendet. Keine Ahnung. Ich habe euch auch nicht mehr so viel zu zeigen. Ich werde mal ganz kurz das Video umbrechen. So. Genau. Das erzähle ich euch gleich, was so in Leipzig los sein könnte. Erstmal zeige ich euch mal das neue Opal-Abo von Merk 2024. Wer es nicht sehen will, macht bitte die Augen zu. Und zwar zeige ich euch es jetzt. Das sind drei Stränge aus dem Opal-Abo. Und die anderen drei Stränge sehen so aus. Probier mal, ob ich die alle sechs hier irgendwie gezeigt bekomme. Mara, du weißt schon, dass das nicht deins ist. Und ich muss sagen, diesmal gefallen mir alle. Gut, der gefällt mir nicht ganz so gut, aber den muss man verstrickt sehen. Aber ansonsten mega tolle Farben. Freue ich mich sehr und werde ich dann Jungs mal drüber gucken lassen, ob vielleicht einer von den dreien direkt schon davon eine Farbe möchte für seine neuen Socken, weil zumindest zwei der drei möchten neue Socken haben, nämlich die kleinen. Beim großen weiß ich es nicht, der ist ein bisschen anstrengend zurzeit. Aber gut, ist schon eine Phase. Geht auch zu Ende und nach jeder Phase, die zu Ende geht, geht eine neue Phase an. Oder an jeder Phase, die zu Ende geht, schließt sich eine neue an. Egal. Leipzig. Leipzig wird, glaube ich, mega lustig. Die liebe Alex vom Wollgeplauder-Podcast, glaube ich, heißt der. Also sie macht nur einen richtigen Podcast, keinen Videopodcast, sondern nur was zu hören. Und Setna von Setna Design sind wohl auch in unserem Hotel im Radisson in Leipzig. Und ich bin ja da auch mit Tine von Tines Kunterbunter Wollerei und ihrer Mama. Und wir werden zu fünft am Samstag auch lecker essen gehen beim Peter Pane. Da haben wir schon, oder habe ich schon einen Tisch für uns alle reserviert. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Ja, ich freue mich schon, die beiden wiederzusehen. Habe ich ja letztes Jahr in Leipzig kennengelernt. Und durfte ja auch schon Gast sein im Podcast von der lieben Alex. Und ja, ich glaube, das wird richtig gut. Und wundert euch nicht über das Geknurre. Die beiden spielen. Beziehungsweise sie spielt und Luca ist einfach nur gerade dezent genervt. Nee, jetzt spielt er mit. Auch wenn ich nicht verstehe, warum immer grunzen muss wie so ein kleines Schweinchen. Luca! Psst. Aus! Genau. Ja. Das war's dann auch schon für heute. Wirklich kein langer Podcast, aber ich habe euch jetzt auch nichts großartig weiter zu erzählen. Es sind Osterferien, das heißt, ich werde nach der Arbeit auch noch ein bisschen was mit den Jungs unternehmen. Also sie früher abholen als sonst. Ein bisschen mehr Homeoffice machen, damit ich sie auch früher abholen kann. Ich bin abgelenkt durch Mara. Dann werden wir mal ein bisschen was unternehmen. Wir waren gestern schön schwimmen in Oranienburg in der Thermalerlebniscity. Ja, der Rückweg war dann nochmal ein bisschen abenteuerlich. Nach 4 Stunden Schwimmbad ist dann das Auto nicht mehr angesprungen von meinem Freund. Sein Chef hat uns dann abgeschleppt. Ja, das Auto fährt wie eine Eins, da ist gar nichts dran. Das fährt auch wie eine Eins, wenn es anspringt. Das hat kein Benzin gezogen, also hat auch kein Startkabelangebot wirklich genutzt, weil da waren sehr viele hilfsbereite Menschen, aber da das Auto kein Benzin gezogen hat, hat das mit dem Startkabel, hätte das keinen Sinn gemacht. Genau. In diesem Sinne hattet ihr jetzt ein Lebenszeichen von mir, vielleicht ein kleines bisschen eine Überbrückung bis zum nächsten Podcast.
Vielleicht schaffe ich es auch nächste Woche noch einen zu machen. Es kommt darauf an, ob ich irgendwo Fortschritt habe, der sich zu zeigen lohnt, oder ob ich noch irgendwas Besonderes sagen möchte. Ob mir noch irgendwas einfällt, so vor Leipzig. Ansonsten kann ich euch sagen, wenn ihr mich in Leipzig sehen solltet, sprecht mich gerne an, auch wenn ich vielleicht ein bisschen genervt aussehe oder abweisend aussehe. Das ist einfach mein normales Gesicht. Ich bin wie Frau Merkel, wenn ich normal gucke, gehen meine Mundwinkel nach unten. Das heißt aber nicht, dass ich schlecht gelaunt bin oder dass ich nicht mit euch reden möchte. Sprecht mich einfach an. Wir können gerne auch Fotos machen, quatschen, alles. Ich bin auch da für euch. Ich habe keinen großen Einkaufsplan. Ich will auf jeden Fall einen Erinnerungsstrang mitnehmen und alles andere lasse ich so auf mich zukommen. Es sei denn, mich reizt es jetzt nochmal nach einer Anleitung zu suchen, für die ich unbedingt daran haben möchte. Aber eigentlich habe ich mehr als genug hier. Aber Erinnerungsstrang muss immer sein. Und ich weiß noch nicht, ob ich mit der Bahn fahre. Ich habe ja das Deutschland-Ticket oder ob ich mit dem Auto fahre. Ich denke, das werde ich am Freitag relativ spontan entscheiden, was ich mache. Ja, in diesem Sinne werde ich das auch gar nicht weiter hier in die Länge ziehen. Wenn ich euch nichts zeigen oder nichts sagen kann, dann ist das so. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr mir die auch gerne stellen. Kann ich sammeln oder direkt im nächsten Video beantworten. Guckt auch gerne in meinem Online-Shop vorbei. Ein paar von den Strängen sind noch da, die ich das letzte Mal gefärbt habe. Viel ist schon ausverkauft, aber ein bisschen was ist noch da. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ist ja noch fast die ganze Woche. Ein wunderschönes Osterfest. Das Wetter soll ja herrlich werden. Und wir sehen uns dann bald wieder. Guckt doch gerne mal auf meinem Instagram-Account rein. Der Link ist hier oder mein Name und wie ihr mich dort findet, ist hier unten reingeschrieben. Und dann, ja, sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut und ja, macht das, was euch Spaß macht. Lasst euch nicht stressen. Und wenn euch irgendwas keinen Spaß macht, zieht die Nadeln und ribbelt es. Das ist echt befreiend. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.